Herzlich willkommen aus dem BAZ. Mein Name ist Daniela Feuersinger und ich begrüße heute die beiden Geschäftsführer Christine Sumper-Billinger und Roland Ledinger bei mir im Studio. Das BAZ ist seit 25 Jahren ein eigenes Unternehmen. Anlässlich dieses Jubiläums wollen wir im Laufe des Jahres in 25 Videos sowohl voraus als auch zurückblicken. Den Beginn macht Frau Bundesminister Dr. Margarete Schramböck. 25 Jahre BAZ, das bedeutet der erfolgreiche Digitalisierungsweg der österreichischen Bundesregierung, den das BAZ stark mit begleitet und mitgestaltet hat. Das BAZ war immer ein Schlüssel und ein zentraler Kern der Digitalisierung des österreichischen Bundes, des österreichischen Staates. Und das ist wichtig. Das BAZ spielt eine wichtige Rolle, um neue Services für die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen Österreichs zu entwickeln. Unternehmensserviceportal, Finanz online, Justiz online und vor allem das digitale Amt und Österreich GVAT spielen eine wichtige Rolle heute im digitalen Verwaltungsleben. Das BAZ trägt mit seinem gesamten Team zu diesem erfolgreichen digitalen Weg der österreichischen Verwaltung wesentlich bei. Das ist das Herzstück. Ich wünsche daher dem Team des BAZ für uns alle erfolgreiche nächste 25 Jahre. Alles Gute! Über die genannten Produkte und Services werden wir in den nächsten Videos noch sprechen. Fest steht, wir haben unser Angebot laufend weiterentwickelt. Wie heißt es so schön? Die einzige Konstante ist Veränderung. Christine, du bist bereits seit 15 Jahren im Unternehmen. Du kennst das BAZ extrem gut und hast viele Veränderungen mitverantwortet. Wie hast du das BAZ in den letzten Jahren wahrgenommen? Ja, das BAZ ist ein Unternehmen, das sich sehr stark gewandelt hat in den letzten 15 Jahren. Es fängt optisch an, wenn man außen hereingegangen ist, dann ist man in einen Betonplattenbau der 70er Jahre gegangen. Nun geht man in ein modernes Arbeitsumfeld. Auch hier, unser Studio ist ja auch neu. Und ein starkes Mitarbeiterwachstum war geprägt. Also wir sind nun bei 1500 Kolleginnen und Kollegen, die hervorragende Arbeit und innovative Arbeit leisten und dazu beigetragen haben, dass auch unser Kundenstock sich kontinuierlich erweitert hat. Wir haben im Jahr 2021 einen Umsatz von über 400 Millionen erstmals erzielt, das heißt ein deutliches Wachstum, und das tragt auch dazu bei, dass wir nun auch als Kompetenzzentrum für Digitalisierung in der Bundesverwaltung gesehen werden und wir als BAZ uns auch neu aufgestellt haben, um diesem Anspruch auch gerecht zu werden. Das heißt, ein großes Reorganisationsprojekt. Das BAZ ist nicht nur optisch neu, sondern auch von der Organisation neu aufgestellt worden und viel dynamischer geworden. Roland, du bist ein alter Hase in der IT, insbesondere im Public Sektor. Die BAZ-Geschäftsführung hast du im November übernommen. Was macht aus deiner Sicht das BAZ aus? Ja, die Einmaligkeit des BAZ ist, dass das BAZ und seine Mitarbeiter mit der Expertise in der Digitalisierung hier einen Beitrag leisten können an der Gestaltung des Staates, der Gesellschaft, Services für Bürger und Unternehmen bereitzustellen. Das ist für mich die Einmaligkeit und das macht es auch so interessant, hier zu arbeiten. Die BAZ hat ja langjährig als Rechenzentrum agiert und Services bereitgestellt und große Projekte abgewickelt. In der Vergangenheit sowas wie das Digitale Amt, Finanz Online, das Unternehmensserviceportal, die Justizportale und war hier etabliert als der Rechenzentrumsanbieter und Serviceprovider. Künftig wird sich das BAZ aber, so wie bereits die Christine Sumper-Billinger gesagt hat, in Richtung digitale Transformation ausrichten müssen. Wir müssen uns um die Konsolidierung kümmern, um hier Freiraum zu bekommen für neue digitale Services, und wir werden uns orientieren künftig an der Thematik digitale Transformation, an dem Prozess, und wollen der verlängerte Arm für die Ministerien sein, unseren Kunden, und hier an dieser Gestaltung für Bürger, Gesellschaft und dem Staat wieder einen weiteren Beitrag leisten. Christine, wo siehst du die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren? Ja, wenn man sich anschaut, das Wachstum, das das BAZ schon hinter sich gebracht hat, aber es ist schon angesprochen worden von Roland Ledinger, das Thema IT-Konsolidierung ist auch ein großes Thema, was auch BAZ noch weiter wachsen lassen wird.
Und dazu braucht man natürlich entsprechende qualifizierte Kolleginnen und Kollegen, die mit Engagement an den Projekten arbeiten. Und das ist eine große Herausforderung, das bewerkstelligen zu können. Der IT-Markt ist da sehr ausgetrocknet. Das Thema Digitalisierung ist in allen Bereichen eigentlich des wirtschaftlichen Lebens, hat Einzug gehalten. Und da stehen wir natürlich auch in Konkurrenz, wenn es um die Arbeitskräfte geht. Und das wird eine große Herausforderung, nicht nur für uns, sondern für den gesamten IT-Sektor in Österreich. Roland, die technologische Weiterentwicklung schreitet sehr rasch voran. Was waren aus deiner Sicht die Gamechanger der letzten Jahre und was bringt die IT der Zukunft? Ja, die Technologie ist sicher ein wesentlicher Teil, den wir immer im Fokus haben müssen. Und wir sind auch sehr innovativ. Wir haben also sehr, sehr viele innovative Projekte in den letzten Jahren getätigt. Auch zum Beispiel insbesondere im Bereich Artificial Intelligence. Das wird ein großes Thema sein, wie wir hier Wissen, wie wir Automatisierung, wie wir Prozesse automatisieren können, weil ganz einfach nicht nur in der IT-Fachkräfte fehlen, sondern auch in der Verwaltung ganz einfach. Und da werden wir einen Akzent setzen, hier noch stärker zu agieren. Es wird aber auch notwendig sein, in der digitalen Transformation den Benutzer im Mittelpunkt zu sehen, den User, den Bürger, den Unternehmer und die Prozesse rundherum zu gestalten. Das heißt, wir werden unsere Arbeitsweisen, wie wir Projekte aufsetzen, eben anders gestalten müssen und unsere Services sehr, sehr stark an dem Nutzen orientieren, den wir sozusagen mit unseren digitalen Umsetzungen lukrieren. Und letztlich wird es notwendig sein, im europäischen Kontext sehr, sehr stark auch international zu agieren. Wir sind zwar jetzt mit der Pandemie sehr regional geworden und werden auch in der Digitalisierung diese Frage der Souveränität für Europa im Fokus haben. Aber ich glaube dennoch, dass es wichtig ist, hier grenzüberschreitend zu denken mit den Services, kompatibel zu anderen Services auf der europäischen Ebene zu sein und hier in diesem Kontext Technologie, Benutzer und Nutzen in einen Einklang zu bringen. Das wird unser Ziel sein. Sehr gut. Zum Abschluss eine Frage an euch beide. Was war euer schönster BRZ- oder IT-Moment? Also in 15 Jahren, das lasse ich nicht an einem Moment festmachen. Ich kann einfach nur sagen, dass es immer wunderschön ist, wenn von den Kunden ein positives Feedback zu den Projekten kommt und man das den wirklich engagierten Kolleginnen und Kollegen weitergeben kann. Und auch wenn man eine Mitarbeiterbefragung macht und das Feedback, so wie bei der letzten Mitarbeiterbefragung gekommen ist, dass 86% hier wirklich sich im BRZ wohlfühlen, gerne für dieses Unternehmen arbeiten. Das sind die Themenstellungen, die einen dann sehr freuen. Also mein positiver Moment war im vergangenen Jahr, als ich die ersten 2 Wochen im BRZ war und so viel engagierte und kompetente Kollegen und Kolleginnen getroffen habe, die an extrem interessanten Projekten arbeiten. Und das hat ganz einfach Freude gemacht, hier in dem Haus zu sein. Vielen Dank, Christine und Roland. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Jedenfalls bringt sie heuer noch 24 weitere Videos mit Einblicke in die Vergangenheit und Zukunft des BRZ. Schauen Sie sich das an. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal an dieser Stelle.